Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr den TP-Link TAPO T110 Tür- und Fenstersensor mit dem smarten Heizkörper-Thermostat Casa KE100 verbindet. Das Ziel ist folgendes: Wird ein offenes Fenster erkannt, wollen wir eine Benachrichtigung erhalten und das Thermostat soll die Heizung herunterregeln. Das Casa E100 Thermostat haben wir bereits in einem anderen Video mit dem Casa Smart Hub verbunden. An dieser Stelle setzen wir an. Wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Genau wie weitere Infos zum TAPO T110 Fensterkontakt. Im Lieferumfang befindet sich der Smart Sensor TAPO T110 inklusive CR2032 Batterie, Klebepads zum Anbringen und ein paar Zettelchen. Die Batterie ist schon eingebaut, ihr müsst nur noch die Isolationslasche herausziehen. Zum Batterietauschen könnt ihr übrigens die hintere Abdeckung einfach abnehmen. Beginnen wir mit der Installation. Startet die TP-Link Casa App. Auf der Startseite seht ihr schon den Casa Smart Hub und das verbundene Thermostat. Um den Sensor hinzuzufügen, tippt ihr nicht oben rechts auf das Plus-Symbol. Dort findet ihr den Sensor nicht. Ihr tippt auf der Startseite auf die Kachel des Smart Hubs. Im nächsten Schritt geht es mit verbundene Geräte weiter und dann unten mit Gerät hinzufügen. Hier wählt ihr dann den Eintrag TAPO T110 aus. Entfernt spätestens jetzt die Isolationslasche des Akkus und tippt auf Weiter. Die LED am Sensor sollte blinken. Tut sie das nicht, weil ihr die Lasche schon vorher entfernt habt, drückt und haltet die Reset-Taste, bis die LED wieder blinkt. Tippt dann auf Die LED blinkt. Verbindung wird dann hergestellt. Dann könnt ihr das Gerät noch benennen, einem Raum zuweisen, wir haben nur den einen, und ein Symbol auswählen. Es folgt eine Überprüfung der Firmware und wenn eine aktuellere Version vorhanden ist, wird sie auch gleich heruntergeladen. Dann könnt ihr noch eine Anleitung zur Platzierung anschauen. Und mit dem Button Klasse die Installation abschließen. Unter den verbundenen Geräten findet ihr nun auch den Kontaktsensor. Jetzt werden wir ihn mit dem Thermostat verbinden. Nach einem Neustart stimmen dann auch die Werte. In der Casa App tippt ihr nun wieder auf die Thermostatkachel. Und dann oben rechts auf das Zahnrad, um die Einstellung zu öffnen. Dort wählt ihr den Punkt Erkennung offenes Fenster aus. Das aktivieren wir. Und wählen den Punkt Erkennungssensor aus. Hier haken wir nun den Sensor an und speichern das Ganze. Unten bei Erkennung setzen wir den Haken, bei Benachrichtigen Sie mich und Schalten. Und gehen wieder zurück. So, Fenster sind geschlossen, das heißt, die Sensoren haben Kontakt. Jetzt öffnen wir mal das Fenster. Und ihr bekommt die Nachricht auf dem Smartphone und in der App, als auch auf dem Thermostat sehen wir, dass der Heizkörper heruntergeregelt wird.
Der Kontaktsensor meldet offen. Ich schließe das Fenster wieder. Und sobald der Sensor geschlossen meldet, dreht das Thermostat den Heizkörper wieder auf. Alles klar, und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.